Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit der Frage, wie sähe eigentlich eine fiktive nationalistische Energiepolitik aus? Wir haben jetzt ja die Europawahlen vor knapp 2 Wochen hinter uns gebracht und in Deutschland haben wir ja gesehen, dass insbesondere mit der Alternative für Deutschland eine Partei einen großen Stimmenzuwachs bekommen hat, die ja, Europa sehr skeptisch gegenübersteht, Deutschland zuerst sieht und auch in der Energiepolitik eher eine nationale Strategie verfolgt. Und ich möchte jetzt heute mal der Frage nachgehen, was hätte es denn für Folgen, wenn man das Gedankenexperiment mal bis zu Ende führt und Deutschland aus einem europäischen Energieverbund herauslösen würde? Ist das realistisch? Und falls das passieren sollte, was hätte das für Folgen? Also klar ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass sich sowas nicht durchsetzen lässt, wenn man sich mit den Publikationen von verschiedenen Wirtschaftsinstitutionen beschäftigt, stellt man fest, also das wäre so ein Bruch, wenn jetzt Deutschland zum Beispiel aus der EU austreten würde, ne, benannt Dexit, also ähnlich wie Brexit, der Austritt der Briten aus der Europäischen Union mit den ja bis heute noch spürbaren wirtschaftlichen Folgen für Großbritannien. Aber diese Gedankenspiele hat insbesondere die AfD, wenn man sich da mal die parteipolitischen Programme anguckt, sowohl jetzt das Europawahlprogramm, das aktuelle, aber auch das Positionspapier der AfD oder als weiteres Programm, tatsächlich das Programm für Deutschland. Also die AfD hat natürlich als bundesweite Partei entsprechende Programme aufgelegt. Und wenn man sich das mal in Ruhe anguckt, also der Blick lohnt sich auf jeden Fall mal in diese Programme, die sind ja alle öffentlich. Aber wenn man es mal auf die Energiepolitik mit Fokus Europa konzentriert, stellt man fest, dass dort einige sehr interessante Ansätze sind, die sich teilweise auch widersprechen. Also das ist nicht konsistent. Das stellt man an anderen Punkten auch fest. Also in der Wirtschaftspolitik gibt es also einige Widersprüche. Das ist nicht alles ganz klar, in welche Richtung das gehen soll. Also dass die AfD die Klimaphysik ablehnt, den Klimawandel nicht menschengemacht darstellt. Das, denke ich, ist bekannt. Das propagiert die Partei auch öffentlich. Aber sie hat halt auch sehr nationalistische, sehr nationalistischen Fokus und damit ist sie alleine als, ich sag mal, größere Partei. Es gibt auch noch kleinere Parteien, die auch in Richtung einer sehr nationalistischen, teilweise rechtsextremen Richtung gehen. Aber das sind Kleinstparteien, die will ich jetzt hier mal außen vor lassen. Aber die AfD ist ja nun mal in der Bundes- und Landespolitik und auch in der Europapolitik voll angekommen. Und deswegen muss man sich damit mal auseinandersetzen. Und was sie so fordert, also wenn man sich mal in die Programme, wenn man mal einschaut, also im Europawahlprogramm schreibt sie, wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt. Daher streben wir einen Bund europäischer Nationen an, eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessensgemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt ist. Das Wohl Deutschlands und seiner Bürger steht für uns dabei an erster Stelle. Also Zitat aus dem Europawahlprogramm 24. Wenn man dann weiter guckt, in welche Richtung es gehen soll, Ziele der AfD sind die Stärkung der Autarkie der Mitgliedstaaten der EU in Schlüsselindustrien, Wehrtechnik und dann wichtig Energieversorgung und dann noch weitere Punkte. Im Bereich der Energieversorgung, auch das überrascht sicherlich nicht, dass regenerative Energiequellen abgelehnt werden, also sollen Subventionen für volatile Solar- und Windenergie gestrichen werden, wobei die AfD grundsätzlich Subventionen sehr kritisch gegenübersteht.
Das kommt quasi noch aus dieser sehr marktliberalen Anfangszeit der AfD. Das hat sich so ein bisschen überlebt. Ziel soll es sein, das kommt dann aus dem Positionspapier zu einer AfD-Regierungsbeteiligung. Gewollt ist, dass Bildung, Wissenschaft und Forschung von Ideologie befreit wird, Zensur und Cancel Culture gestoppt wird und die Erforschung moderner Kernenergie, Verbrenner und Kraftstofftechnologien gefördert wird. Das ist natürlich schon mal, also vom Grundsatz her, moderne Kernenergieforschung kann man ja machen, auch wenn wir das haben wir schon ein paar Mal besprochen hier in dem Podcast, da also wenig Potenzial zur Effizienzsteigerung oder Kostensenkung möglich ist. Klar ist auch, das schreibt die AfD auch in ihrem Programm, dass der Fokus auf einer erschwinglichen Energieversorgung liegen soll durch Russland. Also die Verbindung der Nord Stream-Leitung soll wieder instand gesetzt werden, die ja jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges gesprengt wurden. Und die Versorgung mit Rohstoffen, also fossilen Brennstoffen, aus Russland zum Erliegen gekommen ist durch die Sanktionen der Europäischen Union. Aber das möchte die AfD auch ändern, also Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Instandsetzung der Nord Stream-Leitung und das, weil Russland ein Garant einer erschwinglichen Energieversorgung war, weil wir nun eine energieintensive Industrie haben. CO2-Ausgleichskosten sollen abgeschafft werden, es soll eine Diversifizierung der Energielieferanten folgen. Das sind jetzt wieder Punkte aus dem Europawahlprogramm. Und ja, am Ende, fossile Energieträger waren und sind die Grundlage unseres Wohlstandes. Die Behauptung einer Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel basiert nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. So viel zu den Zitaten. Ja, ich kann nochmal empfehlen, in diese unterschiedlichen Programme reinzuschauen, um sich ein Bild zu machen, was die Partei eigentlich so für Wünsche und Ziele und Ideen hat. Jetzt denken wir das mal weiter, Schritt für Schritt. Also, Deutschland ist eingebunden in das europäische Stromverbundsystem. Das heißt also, wir haben einen laufenden Austausch von elektrischer Energie mit unseren Nachbarländern. Wir sind nun mal in der Mitte Europas, umgeben von verschiedensten Ländern. Und das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also wir sind zentral einmal, weil wir den Strom Export und Import brauchen. Das ist ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich. Gleichzeitig sind wir natürlich auch Transitland, was verschiedene Energiequellen angeht. Also wir leiten Gas, was aus den Niederlanden kommt, durch Deutschland durch. Gas aus Norwegen, da sind wir Transitland. Also das kommt auch noch dazu, dass wir natürlich auch noch Verteiler sind, was natürlich dann auch einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. So, also tatsächlich, auch das haben wir ja schon mal besprochen, jetzt in 23, bedingt durch die Energiekrise und auch durch die Abschaltung der verbleibenden Kernkraftwerke in Deutschland, waren wir 23 jetzt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wieder Strom, also Netto-Strom-Importeur. Die Jahre davor, also 22 bis, Daten zurück bis 2016, da waren wir Stromexporteur, also haben wir mehr verkauft oder exportiert als importiert. Tauschen ja permanent Strom aus. 23 war es jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren so, dass wir mehr Strom importiert haben. Und zwar in dem Fall günstigen Strom haben wir auf der Börse, an der Strombörse eingekauft, anstatt ihn mit unseren fossilen Kraftwerken zu erzeugen, weil der Strom, den wir in Deutschland erzeugen, einfach teurer war als auf dem europäischen Markt, was ja marktwirtschaftlich erstmal sinnvoll ist. 24 müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Hängt halt so ein bisschen davon ab, vor allem wie die Sonnen- und die Windverhältnisse aussehen werden. Solar ist dieses Jahr, ich denke, erstmal etwas schlechter. Bisher waren die das erste Halbjahr nicht ganz so sonnenreich. Wind müssen wir jetzt mal abwarten. Aber der Zubau läuft ja weiter. Also, was will jetzt eine nationalistische Energiepolitik? Bezieht sich jetzt primär natürlich auf die Alternative für Deutschland, aber betrifft eigentlich alle Parteien, die einem nationalistischen Ansatz folgen. Im Deutschen Bundestag sitzt im Moment nur die AfD, die diesem Ziel am nächsten kommt. Also, das vielleicht auch nochmal so zur Eingrenzung, was jetzt dahinter steckt.
Also, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden dort aussteigen, das hätte natürlich fatale Folgen auf die Stromversorgung und Stromsicherheit innerhalb Europas und auch Deutschlands. Also, wir machen jetzt mal bewusst mal dieses sehr deutsch-nationale Denken und machen dieses Gedankenspiel jetzt mal. Das würde bedeuten, also, wir würden erstmal alle Nachbarleitung kappen. Ist das realistisch? Nein, es ist nicht realistisch. Also das ist, da es ein Wirtschaftsfaktor ist, wird das aus meiner Sicht nicht passieren. Aber denken wir uns mal, wir kappen jetzt die Koppelleitung zu unseren Nachbarländern. Das hätte zwei Dinge zur Folge. Erstens müssten wir in Deutschland dafür sorgen, dass wir natürlich selber unsere Stromversorgung sicherstellen. Das heißt, wir müssen alleine genauso viel Strom erzeugen, wie wir verbrauchen, um unser Netz stabil zu halten. Das wird deswegen etwas schwieriger, weil wir dann ja nur noch, also wir sind ja quasi dann in Anführungszeichen eine Insel innerhalb Europas. Auch die Briten haben sich ja nicht abgekoppelt vom Europäischen Stromverbund. Auch da gibt es weiterhin Austausch. Aber ja, wir machen jetzt mal das Gedankenexperiment. Zweites Problem wäre natürlich, ohne Deutschland in der Mitte Europas müsste der Strom umgeleitet werden über Frankreich und dann Alpen, also Schweiz, Österreich und Italien, um dann den Austausch zwischen West- und Osteuropa sicherzustellen. Das gleiche dann auch noch nach Nordeuropa. Auch das wird schwierig. Also dann müssten wir von den Niederlanden irgendwie hoch, quer nach Dänemark, durch die Nordsee oder nach Norwegen, vielleicht dann Großbritannien mit reinnehmen. Also man sieht schon, also wenn man quasi das Puzzleteil in der Mitte rausnimmt, dann bricht vieles zusammen. Macht für uns die Herausforderung, wir müssten dann ja sicherstellen, dass unser Strom trotzdem ausreichend produziert wird. Dann ist klar, das wird mit Erneuerbaren so nicht funktionieren. Denn das sind ja Maßnahmen, also wenn wir wirklich sagen, das machen wir jetzt zack sofort, dann hätten wir die Möglichkeit, nicht das sicherzustellen. Denn klar ist, wir haben natürlich erstmal von den Zahlen her ausreichend Kapazität. Also wir haben in Deutschland 200, also Stand heute 244 Gigawatt an installierter Nennleistung. Das ist viel Wind und viel Photovoltaik. Das darf man natürlich nicht vergessen, die volatil sind und bei der vielbeschworenen Dunkelflaute produzieren die quasi keinen Strom. Und wenn wir die nicht austauschen können, heißt das auf der einen Seite, wir bei Unterdeckung brauchen wir zusätzliche fossile Kraftwerke und bei einer Überdeckung müssten wir diese Kraftwerke abschalten. Das wäre regulatorisch schon sehr aufwendig und treibt natürlich damit auch die Kosten in die Höhe. Was würde das also bedeuten? Wir bräuchten fossile Kraftwerke. Da können wir sagen, ja gut, die haben wir ja noch, wir haben noch die Kernkraftwerke, die könnte man ja ertüchtigen. Wir könnten neue Kernkraftwerke bauen und wir können natürlich weitere Kohle- und Gaskraftwerke ans Netz nehmen. Also wir haben ja noch die alten Kohlemeiler, wir können auch noch neue Kohlemeiler bauen, ja, sowohl Steinkohle als auch Braunkohle. Das wäre ja alles kein Problem, um damit die Stromversorgung zu sichern. Das heißt, wir würden quasi zurückgehen in frühere Zeiten, also so wie es war vor Beginn der Energiewende. Also wenn wir jetzt mal so in das Jahr 2002 gehen, da haben wir quasi, also was haben wir 2002 gehabt? Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, da sind wir bei boah, ungefähr 10 Gigawatt Wind onshore, quasi keine Photovoltaik. Und wir hatten 100 Gigawatt installierter fossiler Leistung, also fossil und konventionell. Da war noch ein bisschen Wind- und Wasserkraft mit dabei, aber wir hatten noch die Kernkraft, Braunkohle, Steinkohle und Gaskraftwerke. Die Last, das heißt die Spitzenlast, die aufgetreten ist in Deutschland, liegt so ungefähr bei 80 Gigawatt im Winter. Wir haben jetzt im Moment ein bisschen runter auf 75 oder knapp 70 Gigawatt im schwachen Lastzeiten, also Sommer, nachts, rutscht das noch deutlich runter. Ja, das ist in so einem Bereich von, also ungefähr, wir rutschen also bei 40 Gigawatt. Also ausreichend Kapazität in der Zeit, das ist kein Problem, dass wir uns mit fossilen Kraftwerken versorgen und die Erneuerbaren sukzessive einstellen würden. Lassen wir sie weiterlaufen, reißen wir sie ab, also bauen einfach keine neuen. Das wird man in so einer nationalistischen
Strompolitik natürlich entsprechend berücksichtigen müssen. Aufwand für die Übertragungsnetzbetreiber, die also dann das deutschlandweite Stromnetz steuern, wird schwieriger, weil wir natürlich dann dafür sorgen müssen, dass wir jederzeit die gleiche Strommenge erzeugen, wie wir sie verbrauchen. Gehen wir wieder zurück zu den nicht volatilen Energieträgern Kohle und Gas und auch, also Öl nicht, aber wir haben quasi keine Ölkraftwerke, aber Kernkraft, wenn wir die auch wieder ertüchtigen würden, wäre das natürlich eine Möglichkeit. Perspektivisch müsste man natürlich dann sicherlich Kraftwerke auch neu bauen. Und bei einer nationalistisch gedachten Energiepolitik spielt ja der Klimawandel, wie wir ja gerade am Anfang gehört haben, vermeintlich keine Rolle. Das heißt also, interessieren auch die Treibhausgasemissionen nicht. Also ist Kohle ein attraktiver Energieträger. So muss die Logik sein. Bei der Kernkraft, wenn wir dort neu bauen würden und sagen, wir bauen neue moderne Kernkraftwerke, vielleicht sogar Small Modular Reactors, denn auch da ist ja das Ansinnen, wir steigen wieder in die Forschung ein, gehen in Richtung der Kernkraft vierte Generation, also Kraftwerke, die dann den eigenen Brennstoff erbrüten können. Da gibt es ja auch schon drüber gesprochen, verschiedene Technologien, teilweise haben wir sie auch schon ausprobiert. In Deutschland erfolglos, das sind Milliardengräber, also der Thoriumreaktor in Hamm-Ütrop ist da, sei da zu nennen, also eines der größten Fehlprojekte deutscher Energiepolitik. Aber das wäre ja die Folge, wir müssten dann auf oder würden dann auf die Kernkraft setzen, um eine weitere sichere, sogar CO2-neutrale Energiequelle zu haben. Wir lösen das Endlagerungsproblem damit natürlich nicht, ganz im Gegenteil, das verschärfen wir wieder. Aber das würde dann natürlich noch hinten dran hängen. Dann stellt sich ja automatisch die Folgefrage: Ja, wo kommen denn die Rohstoffe dafür her? Also, wie nationalistisch wollen wir denken? Denn Deutschland ist ein rohstoffarmes Land. Wir haben noch sehr, sehr viel Braunkohle, aber Steinkohle haben wir quasi gar nicht mehr. Also anders. Steinkohle haben wir natürlich auch noch ganz, ganz viel. Kommen wir nur nicht dran, weil die Steinkohle in Deutschland sehr tief im Boden lagert. Also müssen 1000 Meter in die Tiefe. Erst dann kommen wir wieder an die Flöze. Wir müssen also unsere Bergwerke ertüchtigen, die wir ja weitestgehend eingestellt haben. Jetzt vor einigen Jahren, wir sind ja aus der Steinkohleförderung ausgestiegen. Also die Steinkohle ist eigentlich eine tote Ressource. Wobei die Steinkohle, also wenn man das wirklich bis zum Ende denkt, machen wir gleich auch nochmal weiter, dann ist es aber so, dass die Steinkohle noch sehr, sehr lange reichen würde. Also Steinkohle, mehr als 1000 Jahre wird die Steinkohle reichen, was den aktuellen Strombedarf angeht. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben so drei, also über 80 Milliarden Tonnen Steinkohle liegen noch in der Tiefe. Kommen wir dran, wenn wir wollten, wahnsinnig aufwendig. Deutschland importiert seit vielen Jahren schon die Steinkohle. Liegt aber daran, dass die heimisch geförderte Steinkohle deutlich teurer ist auf dem Weltmarkt als die Importkohle. Wenn man sich da mal Daten anguckt, jetzt von der Statistik der Kohlenwirtschaft zum Beispiel, dann sehen wir, dass wir seit Ende der 50er, Anfang der 1960er Jahre ist die Importkohle günstiger als die heimisch geförderte Steinkohle. Der große Bruch kam dann Mitte der 1970er Jahre, wo dann die Importkohle teilweise nur noch die Hälfte gekostet hat. Also da waren wir bei Preisen, die deutlich, also Hälfte oder sogar nur noch ein Drittel der heimisch geförderten Steinkohle. Das war so das Ende, ich sag mal so Ende der 1990er Jahre, kostete die heimisch geförderte Steinkohle dreimal mehr als die Kohle auf dem Weltmarkt. Und da ist natürlich volkswirtschaftlich klar, wir kaufen die Kohle ein. Auch beim schweren Heizöl. Wir haben natürlich dann die Ölkrise gehabt, Ende der 1970er Jahre. Da war das Öl natürlich sehr, sehr teuer. Da gab es quasi nur eine kurze Renaissance der Steinkohle.
Da war auch das Insehen, ach, das könnte ja vielleicht auch dann doch ein Energieträger der Zukunft sein. Boah, das hatte sich dann sehr schnell erledigt, als dann Anfang, Mitte der 1980er Jahre, dass der Weltmarktpreis für Öl sich wieder deutlich reduziert hat und wir deutlich günstigere, also Öl auch deutlich günstiger war im Verhältnis zur heimischen Steinkohle. Also damit hatte sich diese kurze Renaissance, die ja, ich sag mal so, 6, 7 Jahre angehalten hat, da war die deutsche Steinkohle vielleicht zum Öl attraktiv, nicht zur Importkohle. Das war also mein Weg. Aber tatsächlich ist Steinkohle für uns eigentlich kein Energieträger, den wir heimisch fördern können. Aber wir denken nationalistisch, wir sagen, wir nehmen deutsche Kohle. Man könnte so etwas despektierlich sagen, wie war die Situation des Deutschen Reichs während des Zweiten Weltkriegs? Da ging es ja auch um die Ressourcenversorgung mit heimischen Gütern. Das war natürlich dann insbesondere die Steinkohle. Völlig andere Art der Energieversorgung natürlich. Aber da haben wir ja quasi eine Eigenversorgung sicherstellen müssen, weil es überhaupt keinen Handel mehr mit den umliegenden Ländern gab. Alternativ könnte man sagen, gut, dann setzen wir bei der Stromversorgung doch auf Braunkohle. Das geht. Auch da haben wir noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, die können wir im Tagebau fördern. Also da haben wir noch also für viele Jahrzehnte ausreichend Braunkohle, die wir dann fördern können. Wir sehen ja was sowohl in der Lausitz als auch im Westen Deutschlands, in Garzweiler, in dem rheinischen Braunkohlerevier liegt. 2020 wurden so gut 100 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Das ist auch ungefähr die Menge, die verbraucht wird. Liegt aber daran, Braunkohle ist nicht so energiereich wie Steinkohle, sodass wir Braunkohle einfach nicht transportieren können. Das ist nicht rentabel. Die Braunkohle wird da verbraucht, wo sie gefördert wird. Und wir haben, wie gesagt, also gute 100 Millionen, 110 Millionen Tonnen Braunkohle haben wir 2020 verbraucht, ist jetzt ein bisschen runtergegangen in den letzten Jahren. Positive Entwicklung. In Deutschland lagern noch über 35 Milliarden Tonnen Braunkohle. Also von daher, Braunkohle reicht auch. Damit kommen wir ganz gut hin. Was haben wir noch? Erdgas. Wir müssen ja gucken, also das ist jetzt nur Strom. Wir müssen ja auch noch die Wärmeversorgung sicherstellen. Das ist ein größeres Problem, weil natürlich der Wärmeverbrauch, und zwar nicht nur Raumwärme, sondern auch die Prozesswärme, die muss ja irgendwo herkommen. Da können wir sowohl zurück zur Kohle. Also im Ruhrgebiet gab es das früher noch, die Kohleöfen. Als Bergmann hat man da das Kohlediputat bekommen, also quasi Kohle von seinem Arbeitgeber, den man dann in seinem Kohleofen verfeuern durfte. Das wird so sicherlich nicht zurückkommen. Ziemliche Sauerei in den Wohnungen und Häusern. Wir haben deutschlandweites Erdgasnetz. Wie sieht es denn mit Erdgas aus? Also eigene Erdgasquellen. Naja, haben wir jetzt nicht so wirklich. Wir haben noch so Schätzungen des Bundesverbands für Erdgas, Erdöl und Geoenergie schätzen, dass wir so zwischen 14 und 32 Milliarden Kubikmeter Erdgas noch haben. 5 Milliarden Kubikmeter werden gefördert. Wir verbrauchen pro Jahr 90 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Also das ist schon eine ganze Menge. Also mehr als das, was wir haben. Also von daher, das Erdgas, was wir in deutschen Lagerstätten haben, reicht vorne und hinten nicht. Alternative wäre Fracking, also aus Schiefergas oder Schiefergestein Erdgas zu fördern. Das ist in Deutschland und auch in Europa weitestgehend verboten. Die Amerikaner betreiben das ja sehr intensiv. Da gibt es auch zwar Unsicherheiten, aber wir könnten uns mit der Förderung unkonventionelles Fracking ungefähr 15 Jahre könnten wir dann den Erdgasbedarf in Deutschland decken. Das wäre ja nur eine kurzfristige Perspektive. Also da kommen wir nicht weit mit. Wenn dann der Bedarf noch steigt, wird es schwierig. Dann haben wir noch den ganzen Verkehrssektor. Das heißt, da brauchen wir Öl. Öl haben wir quasi gar nicht. Also man schätzt so,
dass sie so zwischen 17 und 23 Millionen Tonnen Erdöl noch fördern können. Es gibt hier und da ganz wenige Erdölquellen. Wir fördern in Deutschland rund 2 Millionen Tonnen selber, brauchen im Jahr aber zwischen 90 und 100 Millionen Tonnen Erdöl. Also, das heißt, also wir können den jährlichen Bedarf, selbst mit den Restmengen, die bekannt sind, noch nicht mal fördern. Es gibt noch Reserven, aber die sind technisch und wirtschaftlich nicht erschließbar. Das wären aber so 240 Millionen Tonnen Erdöl. Die würden dann auch nur 2 Jahre reichen. Also da wäre der Nutzen wäre so, der Aufwand ist so groß, dass man das gar nicht nutzen könnte. Also Erdöl haben wir nicht, da bräuchten wir Alternativen. Wenn wir jetzt aber sagen, auch die deutsche Automobilindustrie soll auch nationalistisch denken, also Verbrennermotor fördern, ausbauen, der braucht Erdöl, dann geht das nicht mit deutschem Erdöl. Importieren, bei einer strengen nationalistischen Denkweise, wollen wir nicht. Das wird dann auch schwierig. Was man machen könnte, ist über das Fischer-Tropsch-Verfahren könnte man aus Kohleöl machen. Das Verfahren kennt man seit den 1920er Jahren oder ist seitdem, ich sag mal, etabliert. Die Nationalsozialisten haben es im Zweiten Weltkrieg gemacht, um aus Kohle Öl zu machen. Das ist technisch machbar, ist aber völlig unrealistisch. Also das Verfahren ist so aufwendig, so teuer und man braucht auch dann hochwertige Steinkohle. Das geht nicht mit Braunkohle. Also auch das ist ein Weg, der überhaupt nicht funktionieren kann. Also die Erdölversorgung in Deutschland wäre nicht gesichert. Letzte Ressource, Uran. Denn wenn wir auf die Kernkraft setzen, in einem nationalistischen Gedankenspiel, braucht man das Uran auch selber. Auf deutschem Boden, in der DDR, wurden bis 1990 im Grenzgebiet Sachsen-Thüringen Richtung tschechische Grenze von der Wismut AG wurde Uran gefördert. Das war quasi das Gebiet in der damaligen DDR mit verschiedenen Förderstellen. Die sind aber weitestgehend erschöpft. Also Weltmarktpreise sind natürlich viel niedriger. Wenn wir Uran einkaufen, also die Förderung, wir haben so rund 220.000 Tonnen Uran gefördert in der DDR und die Bundesanstalt für Geowissenschaft und Rohstoffe schätzt, dass wir so rund 7.000 Tonnen Ressource noch haben. Also da kommen wir nicht so einfach ran. Wenn wir das umwandeln mal in Strom, könnten wir den Strombedarf so rund mal 1,5 Jahre decken. Aber das, ne, wir müssten ja dann das Uran noch aufbereiten, für den Reaktortyp passend machen. Also das wäre sehr, sehr aufwendig und hätte dann zur Folge und die Intention eines nationalistischen Gedankens soll ja angeblich sein, dass damit durch die Souveränität und Autarkie Kosten sinken. Und das ist natürlich ein völliger Trugschluss. Also die Energie in Deutschland würde wesentlich teurer, also nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich teurer, wenn wir auf heimische Rohstoffe setzen wollten, Schrägstrich müssten. Also unabhängig davon, dass wir Technik natürlich wieder reaktivieren müssten und auch das Personal dafür bräuchten. Denn in diesen Gedankenspielen, also jetzt insbesondere der AfD als Partei, die dann ja sogar von Schlagwort, was ja in den letzten Monaten dann die Runde gemacht hat, dieser Remigration, also der Ausweisung selbst von deutschen Staatsbürgern, das hätte ja sowieso katastrophale Folgen, was die Arbeitskraft angeht. Aber bleiben wir bei der Energiepolitik. Die Energiepreise würden durch die Decke gehen und gleichzeitig würde die Versorgungssicherheit sinken, weil wir jetzt insbesondere beim Strom ein deutlich kleineres Netzgebiet haben, wenn wir den Austausch mit den Nachbarländern verhindern würden. Also aus energiepolitischer Sicht ist die Einbindung Deutschlands in das europäische Netz, und deswegen haben wir das ja angefangen vor den 1930er Jahren mit größer werdenden Stromnetzen und dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann mit dem Ausbau des mittel- und westeuropäischen Stromnetzes und dann mit Fall der Mauer und der Integration der
ehemaligen Satellitenstaaten, will ich sie mal nennen, der Sowjetunion, dass es da dann zu einem europäischen Verbund kam, der sehr stabil ist in der Stromversorgung. Das zeigt also, dass dieser energiepolitische Weg schwierig wäre. Also der wäre nicht umsetzbar. Das ist nicht darstellbar, das kann man auch keinem erklären, weil halt sehr schnell die Kosten für die Energieversorgung, also Strom, Wärmeversorgung und auch für den Verkehrssektor explodieren würden. Das heißt, wenn man das angehen wollte, und bleiben wir bei diesem Gedankenexperiment, dann müsste man eigentlich auf regenerative Energiequellen und Elektroautos setzen, denn die Sonne schickt nun mal keine Rechnung, der Energieträger ist frei. Das heißt, wenn wir Photovoltaik nutzen und dann indirekt auch die Windenergie, die ja auch eine Folge der Sonneneinstrahlung ist durch die Bewegung der Atmosphäre, das sind zwei Energiesysteme, die keine Grundkosten an Rohstoffen haben. Also eigentlich ist das, wenn ich jetzt sehr nationalistisch denke, müsste man sagen, man müsste auf eine deutsche Solar- und deutsche Windindustrie setzen und die Energieversorgung darauf bauen und gleichzeitig, insbesondere im Verkehrssektor, auch da die Energiewende vorantreiben, um durch Strom aus Photovoltaik und Wind dann den Energiesektor also weiterzutreiben, Strom in Fahrzeuge, Strom in Wärmepumpen. Das wäre eigentlich im Sinne einer nationalistischen Lösung, wäre das genau der richtige Weg, den man gehen müsste. Und er wäre auch günstiger, weil man hat, also wenn ich nicht auf dem Weltmarkt einkaufen wollte, ja, man merkt diese vielen Konjunktive, die ich verwende, dann ist das genau der richtige Weg. Jetzt, das ist ja nicht das, was das Ansehen insbesondere der AfD ist, sondern die will ja eine deutsche Autonomie in einem, ja, Staatenbund und Wirtschaftsbund mit einer engen Anbindung an Russland. Energiepolitisch geht das auch so ein bisschen in die Richtung des Bündnisses Sahra Wagenknecht, die jetzt ja als neue Partei bei der Europawahl auch aus dem Stand recht erfolgreich war. Auch da ist eher eine Orientierung Richtung Russland zu sehen, unabhängig jetzt von der Situation in der Ukraine. Aber tatsächlich soll also die Energieversorgung wieder sehr konzentriert auf Russland sein. Günstiges Öl aus Russland, günstiges Gas aus Russland, günstige Kohle aus Russland. Das ist natürlich ein Weg, der also anmutet an Zeiten während der DDR, die natürlich auch sehr stark an der Sowjetunion hingen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, ich will das bewusst sehr vorsichtig formulieren, dass die Motivation eher in Richtung Russland geht und weg von einer westeuropäischen oder westlich orientierten Energie- und Wirtschaftspolitik mit einem starken Partner USA. Auch da muss man abwarten, was dann jetzt die Wahlen im November bringen, aber dennoch soll der Blick nicht nur nach Westen gewendet werden, sondern stärker Richtung Osten. Das ist sicherlich grundsätzlich diskussionswürdig. Vor allen Dingen kann man das diskutieren, wenn sich Russland mal in eine demokratische Richtung bewegt. Im Moment ist das völlig indiskutabel in einem europäischen demokratischen Verbund. Aber energiepolitisch wäre das natürlich, also ist das das Ansinnen, was die AfD verfolgt. Und das ist natürlich tatsächlich schwierig. Also was heißt das, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen? Der Weg, der so ein bisschen proklamiert wird, dass es heißt, wir wollen eine stärkere Autonomie Deutschlands in der Energiepolitik, heißt eigentlich Energiewende voranbringen und nicht Energiewende stoppen. Das wird nämlich, wenn wir sie stoppen würden, Richtung einer Rückkehr in die fossile Energieversorgung, wird die Energiepreise weiter nach oben treiben für die Menschen in Deutschland, für die Industrie. Auch da gibt es ja mittlerweile verschiedene Studien, die sich das angeguckt haben, welche Folgen dann der Wirtschaftskurs
hätte, oder so ein nationalistischer Wirtschaftskurs, der unter anderem von der AfD natürlich propagiert wird, also sogar Fachkräftemangel in Bezug auf die Wirtschaftspolitik an sich. Also das Institut der deutschen Wirtschaft zum Beispiel aus Köln, das hat mal versucht abzuschätzen, das ist natürlich immer ein Thema, was ich mit Christian Kamnoth diskutieren könnte und sicherlich nochmal werde. Also man schätzt so, dass nach 5 Jahren nach einem möglichen Dexit, also dem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, und damit wäre die Europäische Union wahrscheinlich Geschichte, also nach 5 Jahren würde das Bruttoinlandsprodukt um zwischen 5 und 6% geringer ausfallen. Dieser Verlust ist vergleichbar mit dem, was wir während der Corona- und der Energiekrise zusammen haben. Also man erinnert sich ja noch, Energiekrise war schon hart, auch die Corona-Krise war schwierig aus Sicht der Wirtschaftspolitik. Alles andere blende ich jetzt gerade aus, wirklich nur aus reiner Energie- und Wirtschaftssichtweise war Corona eine Katastrophe. Und diese beiden Ereignisse, Corona und Energiekrise, muss man zusammennehmen. Und das wäre der Verlust, den wir hätten nach 5 Jahren Dexit. Das wären knapp 700 Milliarden Euro Verlust von Wertschöpfung. 2,5 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Wir sind einfach eine Exportnation. Wir sind stark im Handel, stark geworden durch den Handel, insbesondere mit der Europäischen Union. Das wäre also tatsächlich ganz schwierig. Das hätte katastrophale Auswirkungen auf die Unternehmen in Deutschland, auf den Standort Deutschland. Also das ist ganz wichtig für uns in Deutschland, und das verkünden alle großen Parteien in Deutschland mit einem klar demokratischen Bekenntnis. Das Bekenntnis ist pro Europa, pro Verbund, weil diese Parteien, diese Menschen verstanden haben, welchen immensen Vorteil wir in Europa haben durch diesen Verbund. Wirtschaftlich, aber insbesondere in der Energiepolitik, diesen Vorteil, den wir dort nutzen können. Also, Quintessenz ist, eine nationalistische Energiepolitik ist nicht durchsetzbar. Zum Glück ist sie nicht durchsetzbar. Das hätte fatale Folgen für die Energiewirtschaft, für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Das würde sehr, sehr schnell sich ins Negative kehren, und damit ist eine Umsetzung völlig unrealistisch. Das sollte man sich nur bewusst machen, wenn man verschiedenen Parteiausführungen Glauben schenkt und vielleicht auch es Menschen gibt, die der Meinung sind, solchen nationalistischen Parteien ihre Stimme bei Wahlen zu geben, welche Auswirkungen das für den Standort Deutschland, den Wirtschaftsstandort Deutschland für sich persönlich hat. Das sollte man sich einfach mal klar machen, bevor man vermeintlich interessanten Versprechungen glaubt. Da sollte man tatsächlich noch einmal das alles kritisch hinterfragen. Ich glaube, soweit haben wir das Thema besprochen. Das wird sicherlich dann im nächsten Jahr, wenn es in Richtung der Bundestagswahl geht, noch mal interessant. Gucken, wie dann die Stimmung im Land ist. Wir werden sich jetzt mit Christian Kamnoth auch nochmal diskutieren, welche Auswirkungen das eher auf die wirtschaftliche Seite hätte, aber energiepolitisch, ja, haben wir das, glaube ich, soweit beleuchtet. Nächste Woche geht es dann weiter mit Christian Kamnoth, und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.